Willi Resetaritz ist tot. Am Sonntag hält die österreichische Kulturszene inne. Sie verliert mit einem ihrer wichtigsten Musiker und Menschenrechtler. Der kurz vor Weihnachten 1948 in Stinaz geborene Burgenland-Kroate wollte eigentlich Lehrer werden. Schon sein erstes musikalisches Projekt, die Schmetterlinge, war hochpolitisch, etwa mit der Arena-Besetzung 1976. 1977 tritt die Band mit einer von Willi Resetarits Bruder Lukas getexteten satirischen Kritik an der Plattenindustrie beim Eurovision Song Contest in London auf und wird Vorletzte. Erfolgreicher, viel erfolgreicher ist die Mitte der 1980er Jahre erdachte Kunst- und Kultfigur Ostbahn-Kurti. Insbesondere mit ins Wienerische übersetzten Coverversionen erreicht der Kurtl alias Willi Resetarits ein breites Publikum. Gleichzeitig wird aus dem politischen Satiriker ein Kämpfer für Menschenrechte und Gerechtigkeit, etwa als Teil des Projekts Austria für Afrika, Mitbegründer von Asyl in Not, SOS Mitmensch und 1995 dem Integrationshaus, einem Herzensprojekt von Willi Resetarits. Nach 30 Jahren und dem Ableben des Miterfinders Günter Brödel schickt Resetarits den mittlerweile promovierten Dr. Kurt Ostbahn in Pension. Dass der Pensionist natürlich viel zu tun hat und immer wieder auch spielt, ist logisch. Der Pensionistengruß, der allgemeinverbindliche, dürfte bekannt sein. Servus, grüß dich, aber was die USK Zeit mit der Pension. Und so taucht der Ostbahn-Kurti bei Konzerten immer wieder auf. Willi Resetarits spendet in der Folge nicht nur im Radio Trost und Rat, er spielt und musiziert mit verschiedenen Formationen. 12 dieser Bands versammelt der Ausnahmemensch zu seinem 70er auf einer Bühne. Nochmal taucht die Frage auf, ob ich mir für jede neue Band ein neues Publikum erobert habe. Und da muss ich sagen, nur zu einem kleinen Teil. Der harte Kern begleitet mich auch durchs Leben. Bis zuletzt bleibt Resetarits mit seinem unerschütterlichen menschlich-moralischen Kompass für benachteiligte Mitmenschen engagiert. Auftritte bei Benefizkonzerten für die Ukraine muss er wegen einer Corona-Infektion absagen. Noch am Samstag eröffnet Resetarits aber den Flüchtlingsball im Wiener Rathaus. Und lasst euch nichts gefallen! Willi Resetarits war einer von drei erfolgreichen Brüdern und Vater zweier Kinder. Seine Autobiografie trägt den Titel »Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot«.